Regel Nummer 1, du darfst keinen Sex haben. Sex bedeutet Tod. Regel Nummer 2, kein Alkohol und keine Drogen. Regel Nummer 3, sag unter keinen Umständen, ich komme gleich wieder, denn du wirst nicht wiederkommen. Wohl wahr. Oh, ihr seid wieder da. Ja, dann herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk. Ich habe mal wieder einen Film geguckt und habe gedacht, ich spreche mit euch über einen Film. Das mit Auf der Flucht kam so gut an, dass ich gedacht habe, ich mache das weiter. Außerdem habe ich Spaß dran, mal so ein bisschen mit euch zu sinnieren über die Filme. Ja, also mit Auf der Flucht ist hier jetzt verlinkt und wir reden jetzt über Scream. Ich habe Scream mir aber heute angeguckt, den Film von 1996. Das passte ganz gut, denn vor einer Woche ist Scream 6 oder der sechste Teil in die Kinos gekommen. Also im Endeffekt 96 und das sind, wie viele Jahre sind das denn jetzt? Also weit über 26 Jahre. 27, ach egal, es ist über 25 Jahre ist es her, dass es diesen Scream-Film gab und der ist immer noch gut und nicht umsonst kommt ein sechster Teil, wenn man das Franchise gut empfunden hatte. Naja, wie gesagt, ich habe ihn mal wieder geguckt. Ich habe ihn auch damals im Kino gesehen. Witzigerweise habe ich sogar meine Kinokarten teilweise von damals aufbewahrt, von dem Film nicht, aber ich weiß, ich habe ihn im Kino gesehen. Und ich fand das wahnsinnig interessant damals. Das war ein richtiger Thriller. Dazu muss ich sagen, ich bin jetzt nicht so der große Horror-Fan. Ich habe zwar einige gesehen, aber das ist jetzt nicht so mein Genre, sage ich mal. Thriller oder Krimis mag ich schon eher und irgendwie der Film reizte mich. Also in dem Sinne, dadurch habe ich ihn damals geguckt und ich habe echt, war völlig geflasht, weil der war spannend und dramatisch und überraschend. Also klar, die Auflösung, man kann irgendwelche Vermutungen haben, aber es war auch, wie gesagt, wie eine Krimi-Auflösung. Ne? Natürlich ein bisschen mit Splatter-Effekte und harmlose Splatter-Effekte eigentlich im Verhältnis zu heute und so weiter, weil man, wenn man jetzt Saw, die aktuellen sieht oder so, das ist eine ganz andere Linie, denn der kam mit Suspense aus. Also in dem Sinne war Scream wirklich ein großartiger Film oder ist immer noch ein großartiger Film. Und ich habe ihn, wie gesagt, geguckt. Ich habe ihn hier in der Uncut-Fassung. Darauf komme ich gleich auch nochmal zu sprechen über das ganze Cut und Uncut. Ja, worum geht es im Scream? Also es beginnt mit einem Anruf. Und zwar die Studentin oder die Schülerin, Highschool-Schülerin Casey bekommt einen Anruf von einem merkwürdigen Anrufer, der sie ein bisschen mit ihr flirtet und ein bisschen herausreizt, was sie so macht und stellt ihr dann irgendwann Horrorfragen, also Fragen aus dem Genre Horror. Und die entscheiden über Leben und Tod. Also in dem Sinne wird sie dann gejagt von einem maskierten Killer. Ne, der Killer, ihr kennt die Maske. Ja, ich bin ja nicht der Killer, auch wenn ich die Maske besitze, die habe ich ihm abgenommen. Ich war einer der Detektive, kann man so sagen. Also ich habe dem, ups, jetzt fällt mir die Blu-ray runter. Ja, so echt ist das. Also, der hat, also wie gesagt, der Killer hatte diese Maske auf und hat dann eben halt die beiden getötet. Die Morde fanden in Woodsboro statt und ja, in der Highschool ist natürlich viel Panik auch unter den Schülern und unter anderem auch dadurch wird auch das Mädchen Sydney, die Schülerin, auch mit hineingerufen, denn ihre Mutter ist genau vor einem Jahr davor auch ebenfalls unter seltsamen Umständen ermordet worden oder ungewöhnlichen Umständen, auch wenn man den Verdächtigen festgenommen hat. Naja, jedenfalls, ich bin wahrscheinlich viel zu kompliziert in der Geschichte, aber in dem Sinne war es so, dass die Morde eben halt ja schließlich auf der Schule zum Ausnahmezustand verholfen haben und kurz darauf meldet sich auch der Mörder bei Sydney und scheint es auf sie abgesehen zu haben. Ja, um Sydney herum hat sich sozusagen ihr Freund Billy versammelt und dessen guter Kumpel Stu, der zusammen ist mit
Sydneys beste Freundin Tatum. Und ja, dort, dann kommt fehlt noch der Junge, ich gucke, bevor ich den Namen wieder vergessen, tue ich es nicht. Randy ist auch noch einer, so ein Video-Nerd, der alle Filme auswendig kennt und auch die ganzen ja, Regeln, die ich eben vorgelesen habe, für Horrorfilme kennt. Ja, und irgendwie kommt es dann natürlich dazu, dass der Killer weiterhin Jagd macht auf Sydney, sie sind verängstigt und irgendwann kommt zu einem Showdown. Dann gibt es noch die Reporterin Gail Weathers, die auch versucht, sozusagen den Mörder zu überführen, weil sie möchte ja über ihn berichten. Und ja, dann gibt es noch Dewey, den Polizisten, den Sheriff, der Bruder von Tatum. Ja, und wie gesagt, die meisten Freunde leider gehen auch drauf von der Gruppe. Ja, ich habe jetzt sehr kompliziert das erzählt. Gibt es eine leichtere Sache hier zu erzählen, wie es ist? Ich lese mal, ich guck mal, ob die das leichter beschreiben hier auf der Blu-ray. Abgesehen, dass es jetzt da vorne kurz für meinen Regisseur gesprochen wird. Hier heißt, ein Killer terrorisiert die kalifornische Kleinstadt Woodsboro. Mit einem Todeskostüm maskiert hat er es hauptsächlich auf Schülerinnen der Highschool abgesehen. Die Polizei tappt im Dunkeln. Ein gefundenes Fressen für die sensationslustige Reporterin Gail Weathers. Die hübsche Casey wird das erste Opfer des gnadenlosen Monsters und brutal getötet. Für ihre Freundin Sydney wird ein Albtraum wahr. Vor einem Jahr wurde ihre Mutter ermordet. Wird sie die nächste sein? Ja gut, sie waren Schulkameraden. Freundin war gar nicht so im Film. Naja, jedenfalls ist das ein sehr interessanter, spannender Film. Oh, ich fährt mich schon wieder runter. Auf jeden Fall ist der Film, ja, dramatisch packend und war gut gespielt und war auch an der Kinokasse ein mega Erfolg. Und dann folgte Scream 2, Scream 3, Scream 4, 10 Jahre nach Teil 3 wohlgemerkt, weil Teil 3 lief nur und naja, ein bisschen Kino war okay, war ein bisschen abgedrehter das Ganze. Und dann ja, Teil 4 kam dann eben halt 10 Jahre danach. Und nochmal jetzt 10 Jahre kam mit Scream 5 und Scream 6 ist, also Scream 5 war vor 2 Jahren und jetzt kommt Scream 6. Den habe ich selbst noch nicht gesehen. Ich habe 5 auch noch nicht gesehen. Ich habe nur bis 4 gesehen und den muss ich mal wieder gucken. Ich bin jetzt gerade dabei, dass ich die Reihe wieder anfange. Also wenn ihr wirklich Interesse habt, dass ich nochmal über Teil 2 mit euch quatsche, da habe ich vielleicht auch noch ein bisschen was zu erzählen an Fakten, weil wir gehen wieder richtig viel Fakten durch. Ich möchte ja nicht nur über den Film so reden, wie er ist, weil der Film ist ein Klassiker mittlerweile und das ja, Horror-Genre, aber Thriller, es ist Suspense, weil er parodiert ja auch das Ganze. Auf jeden Fall kann ich auch über die anderen Filme mit euch schnacken. Ich gucke sie jetzt gerade mal wieder so die Reihenfolge und dann gucke ich irgendwann auch 5 und 6 mir an, beziehungsweise dann auch 6 im Kino. Ja, also, was kann ich da so sagen? Also im Endeffekt, Scream ist jetzt kein reiner Horrorfilm, es ist eine Horrorparodie. Denn er zitiert viele, viele Filme. Beginnt natürlich, dass der Regisseur Wes Craven bereits eine Horror-Ikone ist oder eine Regisseur-Ikone für Horrorfilme. Er hat unter anderem Nightmare Before Elm Street, so eins der, ja, ich sag mal, das, was man hier am meisten mit ihm verbindet. Er hat auch den Horrorfilm Shocker. So wie beim letzten Mal habe ich hier auch die Wikipedia-Seiten aufgeschlagen, damit ich direkt auch sagen kann, was jetzt so speziell ist oder was der Regisseur oder was die Schauspieler noch gemacht haben aktuell. Also Wes Craven war natürlich gerade durch Nightmare Teil 1 bekannt. Er hatte davor auch Filme gedreht wie Das Ding auf dem Sumpf. Das ist eine Marvel-Verfilmung sogar. Ja, das glaubt man gar nicht. Swamp Thing, sozusagen hieß es im Englischen, ist eine Marvel-Figur. Also schon interessant, was der gemacht hat. Na, jedenfalls Nightmare mit Mörderische Träume, Nightmare on Elm Street mit Freddy Krueger, eine Horror-Ikone, die er geschaffen hat. Ist natürlich dann da eigentlich das, was ihm sozusagen neben Scream so am meisten hängen geblieben ist. Er hat später noch weitere Thriller gedreht. Teil 4 von Scream hat er übrigens auch gedreht. Dann ist er 2015 verstorben. Somit hat er die letzten beiden Filme nicht inszeniert. Man hat ihn versucht, sozusagen in seinem Style, seiner Art, das dann auch wieder zu erzeugen. So, was kann man so sagen? Vampire in Brooklyn oder Vampires in Brooklyn mit Eddie Murphy. War nicht ein toller Film, aber gute Geschmackssache. Das Haus der Vergessenen war vielleicht noch eins der Filme, die sehr überkannt sind. Wie gesagt, Schocker, Die Schlange im Regenbogen. Ja, das sind so ein paar Filme. Verflucht, Cursed, wo es um Werwölfe gibt. Red Eye war später auch ein richtig guter Film mit ihm. Von ihm sogar. Also auch so ein Thriller. Richtig gut.
Jedenfalls hat er diesen Film, er hat ihn nicht geschrieben, aber er hat ihn inszeniert und in dem Sinne ist es ja, es ist eine richtig tolle Parodie. Es parodiert die gesamten Horrorfilme, deswegen haben wir auch wieder diese Jugendgruppe à la Breakfast Club, so ein bisschen Anspielung sind auch da drauf und die dann eben halt in diese Killer-Ereignisse hineingezogen werden. Das gibt sozusagen dann diese ganzen Anspielungen an Filme, da sei es unter Schauspieler, Gastschauspieler wie Linda Blair, die da auftaucht als Reporterin, die ja berühmt geworden ist durch Der Exorzist, durch Wes Craven, der selbst als Freddy, Hausmeister Freddy auftaucht als Gast, also in dem Sinne viele Gastschauspieler und ja, also es ist im Endeffekt, ja, wie soll ich sagen, also getrunken kaum, man hat so den Faden im Kopf und dann hat er ihn kurz verloren. Jedenfalls, sie werden viel, nicht, wie gesagt, auch visuell halt durch Szenen eben halt die Filme zitiert. Psycho zum Beispiel von Hitchcock wird auch zitiert. Dann überhaupt Halloween wird auch namentlich in all diese ganzen Filme, die ja, man kennt, ne? Also Evil Dead. Überall sind so Anspielungen, Dialoge auf die ganzen Schauspieler von damals und auf die Filme und deswegen sind auch Szenen oder auch Dialoge manchmal auf diese Art gesetzt, weil sie so sich ein bisschen auf dieses einlassen und so ein bisschen die Regeln über den Haufen werfen. Und ich hatte jetzt hier drei Regeln erwähnt und spannenderweise gab es damals ein Teaser-Plakat, das blende ich auch hier ein kurz, das habe ich auch nur in dieser komischen Art gefunden, weil ich glaube, es wurde auch nie fotografiert, weil es war damals so auf so Silber. Es war so in Silber mit weißer Schrift, also man konnte es kaum lesen. Und da waren 6 Regeln zum, ich zeige falsch, 6 Regeln zum Überleben drauf. Ne? Nummer 1, gehe nicht an die Tür, gehe nicht ans Telefon, gehe nicht zurück ins Haus, versuch nicht, dich zu verstecken, frag nie, wer ist da. Ja, und vor allem, sag nie, ich bin gleich wieder zurück. So, das sind 6 Regeln. Die haben im Film das aber auf 3 runtergebrochen. Aber ich finde das mit dem Plakat fand ich ganz witzig irgendwo und das hat es auch irgendwie ausgemacht. Das Ganze, dass man mit diesen Regeln spielt und im Endeffekt war es ja auch so. Das vollbusige Mädchen, was dümmlich ist und sehr kitschig, klischeehaft eben halt und auch was ich sagte eben halt, Sex bedeutet Tod, das waren eben halt so diese Regeln in Amerika sozusagen, weil die waren dieses prüde Verhalten oder dieses, ja, dieses Verhalten, ja, ist halt in Amerika so, dass es immer noch gern so weitergegeben wird. Deswegen hat sich das wohl da auch eingebürgert oder gebracht. Und auch die gleichen Gründe waren ja auch bei Freitag der 13., der auch zitiert wird, eben halt dort vorhanden. Nee, jedenfalls Scream ist eine wunderbar geniale Horror-Thriller-Komödie. Na, Komödie kann man nicht sagen, aber toller Thriller. Spannend, man fragt sich auch, wer ist der Killer, wer nicht. Und die Auflösung ist auch schon überraschend, richtig geil gespielt überhaupt. Die Schauspieler sind durchweg klasse. Also, und da komme ich auch noch mal, erzähle gleich ein paar Fakten dazu, dem Ganzen. Aber es macht richtig Spaß, sich auch das anzugucken, weil die Schauspieler auch gut spielen. Also, und trotz dieses Horrors, ja, es hat sich so geprägt dann irgendwie. Es hat sich geprägt, dass es meistens so B-Schauspieler in vielen Filmen waren. Obwohl in den ersten Filmen von früher sind viele hochkarätige Schauspieler gewesen. Wenn man bedenkt, Nightmare on Elm Street hat Johnny Depp eine seiner ersten Rollen. Und aufgrund dessen wurde auch in dem Fall Skeet Ulrich, der den Billy Loomis spielt, eben halt, der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem jungen Johnny Depp, deswegen hat man ihn damals auch gecastet, dieses, ich weiß, so stand es in den Pressematerialien. Aber bei dem Namen, wo ich jetzt ja schon mal erwähne, kann ich auch Anspielung sagen, selbst in den Namen hat man Anspielung gemacht, denn Billy Loomis, wer Halloween kennt, der kennt den Dr. Loomis, aber Dr. Loomis war auch schon eine Anspielung auf Psycho. In Psycho gab es einen Sam Loomis. So kommen die Namen dann auch immer zusammen. Das war ein gutes Beispiel, das mal so zu erzählen. Jedenfalls ist das eben halt gut entstanden. Geschrieben wurde das Ganze übrigens von Kevin Williamson.
Kevin Williamson, jetzt gehe ich auf meine Wikipedia-Seite, damit ich euch auch all die Fakten oder Filme dann noch zitieren kann, die er auch gemacht hat. Und ihr werdet sagen, ey, das waren die Filme von ihm? Ja, das waren die Filme von ihm. Wo er hat zwar auch später ein paar Serienfolgen Regie geführt, bei einer Serie, die er mitgeschrieben hat, wie Dawson's Creek. Aber er hat eben halt Scream, das war sein erstes Drehbuch, das er geschrieben hat. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also Scream kam, hat er eingereicht als Drehbuch, oder hat er versucht zu verkaufen. Das hieß damals noch Scary Movie. Ja, so wie diese Parodie auf Scream später hieß. Scary Movie. Man hat sich dann aber für Scream entschieden und diesen Titel eingetragen. Dadurch waren die Rechte natürlich an Scary Movie frei. Hätte man nicht machen sollen, dann wäre das nicht keine Franchise gekommen von Scary Movie. Was ja auch sehr erfolgreich ist durch die Filmparodien, aber irgendwann mit dem eigentlichen Scream gar nichts mehr zu tun hatte. Ja, also wie gesagt, Scream hat er geschrieben gehabt. Das Buch oder das Drehbuch wurde auch ganz schnell groß gehypt. Interessanterweise, was kaum einer glaubt, zu denen, die mit die Rechte auch sich gesichert hatten, im Hintergrund das Ganze fungiert haben, war Drew Barrymore. Drew Barrymore, man denkt jetzt hier nur, weil sie die Casey am Anfang spielt. Drew Barrymore ist ja bekannt durch sehr, sehr viele Filme. Aktuell, jetzt gucke ich mal ganz normal, wo habe ich Drew Barrymore aufgelistet? Habe ich die gar nicht aufgelistet. Ach ja, ich habe extra das alles rausgesucht, mich das machen. Also Drew Barrymore natürlich berühmt geworden durch E.T., wo sie als Kind schon mitgespielt hat und ist auch sehr befreundet mit Steven Spielberg. Also die ist seit ihrer Kindertage eben halt im Filmgeschäft tätig. Ich gucke jetzt gerade, was ist so das, was mir so aufgefallen ist. Obwohl sie hat in letzter Zeit wenig gemacht. A Castle for Christmas ist ein aktueller Film vom letzten Jahr. Im Himmel trägt man hohe Schuhe, war 2015, sie hat sich wohl ein bisschen zurückgezogen, schauspielerisch. Mitten ins Herz, die Musikkomödie mit Hugh Grant hat sie gespielt. Dann hat sie auch viel gesprochen und sie hat den Donnie Darko gespielt. Drei Engel für Charlie hat sie damals die Filme mitgemacht, Der Apartment-Schreck, 50 erste Dates. Also sehr, sehr viele Filme und ist ja, wie gesagt, bekannt für Sachen und die war schon immer im Produktionsgeschäft auch tätig mit im Hintergrund, dass man nicht glaubte, weil man dachte ja, sie ist da nur besetzt und hat den Film natürlich auch angeheizt, denn sie war ja eine bekannte Schauspielerin, also auch wenn sie vielleicht nicht die mega Erfolge hatte, aber sie war ein Name im Geschäft, immer schon und war dann eben halt in diesem Horrorfilm und stirbt nach ein paar Minuten sozusagen und das erinnerte natürlich klar stark an Psycho, wo auch die weibliche Hauptfigur Marion Crane relativ schnell, naja, was nicht normal, ich sag mal so nach einer Dreiviertelstunde stirbt. Und dann fragst du dich, wie geht's weiter? Wer ist nun die Hauptfigur? Ne? Die Hauptfigur ist tot. Naja, in dem Fall ist es sozusagen die Anspielung und Drew Barrymore als Casey wird getötet und gerade durch diesen Berühmtheitsfaktor, den sie hatte, war das ja so, dass das total der Knaller war. Eine Berühmtheit stirbt gleich am Anfang und dann kommen Schauspieler, die in dem Moment damals nicht so bekannt waren. Ja, einige ja, aber in den Hauptfiguren sind viele junge Talente gepackt worden, die man nicht kannte zu dem Zeitpunkt, nicht wirklich kannte. Ja, und so kam eben halt eins zum anderen. Der Film wurde eben halt dadurch auch großer Erfolg. Aber, ich war jetzt zum Produktionszeitpunkt zum Drehbuch, das Drehbuch hat sich eigentlich Drew Barrymore mit ihrer kleinen, sie hatte eine kleine Produktionsfirma mitgekrallt. Sie hat das zwar so abgegeben, dass das gar nicht so in den Credits richtig gelistet ist und hat auch mitgeholfen, einen Regisseur zu finden. Wes Craven ist nur einer der Regisseure gewesen. Und sie wollte auch erst die Hauptrolle spielen. Und jetzt kann ich noch mal ganz kurz das auch erwähnen. Ich hatte jetzt hab extra rausgesucht. Also wollte es nicht nur Wes Craven wurde es angeboten, es wurde auch Sam Raimi angeboten, das Drehbuch, und George R. Romero, der ja durch die Zombie-Filme bekannt war. Also man wollte schon einen, der diese rosa Ecke kennt haben als Regisseur. Und man einigte sich dann aber mit Wes Craven, der wohl auch durch diese ganzen Anspielungen, der genau den Geist so erfasst hat, wie man es haben wollte. Also ging die Produktion los. Und aber das Problem war dann, Drew Barrymore war leider mit anderen Projekten so
beschäftigt, dass sie nicht die Hauptrolle hätte spielen können. Also hat sie gesagt, ich mache nur eine kleine Rolle am Anfang, die Casey. Also sie hat die Rolle geswitcht eigentlich. Nicht geswitcht wirklich mit der Schauspielerin, weil Neve Campbell war nicht für Casey vorgesehen. Aber sie hat dann eben halt die Casey-Rolle übernommen und dann nur einen Kurzauftritt gehabt, was dem Film ja wirklich diese Riesenwirkung gegeben hat. Wes Craven sogar wollte eigentlich gar nicht mehr weitermachen, weil er gerade wegen Drew Barrymore zugesagt hat, weil er immer schon mit ihr arbeiten wollte. Er war schon immer ein großer Fan von ihr. Aber sie konnte ihn überzeugen, da weiterzumachen und sie haben dann eben halt mit Neve Campbell als eine andere Schauspielerin gefunden, die vorher nur die Serie Party of Five gedreht hatte. Also die kam auch direkt aus dem TV und man wusste nicht, ja, kann sie es tragen? Und das war eben halt das Problem. Man hat junge Leute, die nicht produzententechnisch oder studiotechnisch nicht die Kinofilmerfahrung haben oder vielleicht noch keine Kinomagneten sind. Aber andererseits, durch diese frischen Gesichter konnte man die Story gut verfolgen. Denn wenn man bekannte Gesichter hat, rechnet man ja schon, dass sie gewisse Rollen oftmals haben. Es ist vorhersehbarer mit bekannten Schauspielern. Naja, wie dem auch sei, ich rede schon viel zu viel. Ja, sie hat das Drehbuch eben halt dann mit umgesetzt. Ja, und dann wurde das eben halt der Hit des Ganzen, was wir so kennen. Und es gab eben halt viele Wendungen und so weiter, auch mit den Schauspielern. Also im Endeffekt ist es, das ist auch das Spannende eigentlich dabei herauszufinden, wer sollte noch spielen. Neve Campbell war zum Beispiel nicht für Sydney die erste Wahl. Also ich habe jetzt mitbekommen, zum Beispiel Alicia Witt war eine der Kandidaten. Alicia Witt hat später die Hauptrolle in Düstere Legenden Teil 1 gespielt. Dann Brittany Murphy, gut, die ist leider verstorben, hat aber in 8 Mile auch eine ganz gute Rolle gemacht. Oder Reese Witherspoon. Es sollte die Hauptrolle spielen. Haben sich nicht dafür geeignet. Aber es war schon sehr interessant, dass eben halt so viele Leute eben halt dann genommen wurden. So, und Stu, da komme ich auch gleich dazu, aber Stu, Matthew Lillard, den wir heute als Shaggy kennen, der auch bis heute Shaggy, also den von Scooby-Doo, dem besten Buddy, synchronisiert, war nur durch Zufall überhaupt an die Rolle gekommen. Er hat eigentlich seine Schwester zu einer Rolle begleitet, die irgendwie im selben Gebäude, Casting-Gebäude irgendwie vorsprach und sozusagen, ey, du, willst du nicht mal hier kurz vorsprechen? Ja, und er hat vorgesprochen und er hat jetzt einen verrückten Charakter gemacht und dadurch hat das auch gut funktioniert, denn zusammen mit dem Skeet Ulrich, der es eben halt spielt, kamen die beiden toll miteinander aus. Die Chemie stimmte und die wussten sich gegenseitig die Bälle zuzuspielen und zu necken. Und wenn man sich auch die ganzen Presseinformationen, ich habe hier also auch das Presseheft, wo richtig viele Fakten sind, ne, also da habe ich vorhin vorgelesen, das Presseheft, das zeige ich auch noch mal ein bisschen, dass die auch viel improvisiert haben, an Dialogen jedenfalls, im Finale. Wie zum Beispiel der, einiges ist auch so passiert, aber wie der Houston, wir haben ein Problem, der Spruch von Matthew Lillard, den hat er selbst gebracht. Oder als Billy den Telefonhörer aufs Kopf knallt. Das war eine Szene, die zufällig passiert war, weil er gerade Blut an der Hand hatte, was sehr schmierig war und ihm der Telefonhörer aus der Hand geglitten ist. Aber diese Szenen passten dann irgendwo. Also man hatte es dann auch diese Arbeit der Schauspieler so ein bisschen mit reingenommen. Es war wahnsinnig interessant, das Ganze. Naja, interessant überhaupt ist auch Sydneys beste Freundin Tatum. Wurde ja von Rose McGowan gespielt. Rose McGowan, auch bekannt bei Charmed. Charmed war sie ja später eine der Hexen. Damit ich das auch richtig sagen kann. Also sie ist ja bekannt. Jetzt aktuell war sie stark durch die MeToo-Affäre eben halt gerade im Gespräch. Aber auch das früher, dass sie mal eine Zeit lang mit Marilyn Manson zusammen war. Und auch mit Robert Rodriguez verheiratet sogar, obwohl sie eben halt, obwohl ist das falsche Wort, also sie hat eine ganze Menge Filme gemacht, ich gucke gerade, was noch jetzt bekannt war, nach Scream hat sie viel im Serienbereich dann gearbeitet auch und ich sehe gerade, sie hat sogar Regisseurin, Kurzfilmregie geführt. Suchte gerade den Film, den ich meinte, wie gesagt, Charmed war sie dabei.
In Once Upon a Time, in der Serie hat sie einen Auftritt. Wo war es? Death Proof, genau. In Death Proof war sie dabei, aber auch in Planet Terror von Rodriguez. Und das hat natürlich auch ihr nochmal so einen Push gegeben. Und sie war sogar lange Zeit im Gespräch für eine neue Red Sonja-Verfilmung. Diese Barbare, die damals von Brigitte Nielsen gespielt wird. Es gibt sogar noch ein Plakat von mit Rose McGowan im Netz. Das ist ein offizielles Plakat. Ja, also wie gesagt, Rose McGowan hat dann die vollbusige Freundin gespielt, ein bisschen klischeehaft, aber es sollte ja auch alles so sein. Die haben ja mit diesen Klischees gespielt. Es macht es auch interessant eben halt, wenn man so überlegt, die Schauspielerin, die jetzt für sie auch vorgesehen war, war unter anderem Rebecca Gayheart. Rebecca Gayheart spielte auch eine kleine Rolle in Scream 2, aber war auch eine der Hauptrollen in Düstere Legenden. Also da schließt sich so der Kreislauf dann immer wieder. Das macht es auch sehr interessant, das Ganze. Melinda Clark war auch gedacht. Melinda Clark ist auch sehr bekannt, unter anderem durch den Film Spawn. In Spawn war sie dabei und jetzt habe ich gerade das vergessen. Ich gucke nach. Deswegen habe ich das ja alles hier aufgeschlagen. Dass sie in vielen Serien dabei war, wie auch Gotham, Dallas, Vegas, jetzt zuletzt auch gesagt, dass sie in der Serie Firefly dabei war, in Star Trek, Soldier of Fortune in der Serie, in Xena, also die hat auch viel gespielt. Also es ist interessant, dass eben halt diese ganzen Verbindungen eben halt mit den Schauspielern oder wie das überhaupt gewesen ist. Also zum Beispiel war auch, ich vermute mal, für die Rolle von Stu war eigentlich auch David Arquette, der eben halt den jungen Sheriff Dewey spielt, vorgesehen, weil er sehr jugendlich aussieht. Aber in dem gleichen Moment war auch noch der Sheriff oder der Schiff-Sheriff zu besetzen. Und er selbst hat Wes Craven gefragt, warum ich möchte lieber den Sheriff spielen. Denn und durchs Gespräch ergab sich dann diese etwas unbeholfene jugendliche Art des Sheriffs, sozusagen dem Bruder von Tatum. Und das hat wesentlich besser funktioniert. Also das finde ich nicht schlecht. Also wie sich so diese Dinge entwickeln irgendwo, auch durch die Schauspieler, die sie auch mit Einfluss genommen haben, wenn sie sich unterhalten haben über diese ganzen Sachen, haben sich selbst mit eingebracht. Das ist in Amerika auch wesentlich häufiger der Fall als hier in Deutschland. Gail Weathers war, wie gesagt, Cornetti Cox. Man wollte sogar eigentlich, oder hatte auch gefragt, Brooke Shields, auch eine Schauspiellegende, wenn man so will, und Janine Garofalo, spielt ja auch in zig Serien und Filmen mit wie Mystery Man. Aber so ist es eben halt manchmal gekommen. Man hat viel auf Serienstars zurückgegriffen. Ne? Deswegen war es ja so schwierig, mit Friends-Darstellerin Cornetti Cox. Man wusste nicht, passt sie dahin und passt sie nicht. Man hat ja auch eine interessante Anspielung gemacht auf David Swimmer. Also einen ihrer Partner in Friends. Und das, aber für sie persönlich in dem Moment auch war es ja auch ein Glücksgriff. Denn sie spielte ja zusammen eben halt mit David Arquette und die beiden haben sich verliebt am Set, sind zusammengekommen und waren viele Jahre verheiratet und lebten zusammen. Also und das war für sie persönlich. Jetzt mittlerweile sind die geschieden, passiert ja immer mal, aber der Moment hat sie zusammengeführt. Also ein Horrorfilm hat sie zusammengeschweißt, so wie es klischeehaft eigentlich nur sein kann. Ist schon sehr, sehr spannend, das Ganze. Und ich finde es wahnsinnig interessant, wenn man so diese Fakten alle mal durchgeht und so, was die Schauspieler machen. Und wir waren jetzt auf Neve Campbell. Neve Campbell ist im 5. Scream sogar noch aufgetaucht. Jetzt im 6., der jetzt zuletzt im Kino dabei ist, ist sie nicht dabei gewesen. Ist aber dem Genre auch sehr treu geblieben. Hat auch öfter mal, wie soll ich sagen, weitere Filme gedreht. In Skyscraper an der Seite von The Rock, Dwayne Johnson, hat sie mitgespielt. Ich gucke gerade so. Ja, Panik, Date zu dritt. Wild Things war damals. Wild Things? Bin ich jetzt? Ja, Wild Things. Auch mit diesen genialen Thriller zusammen mit Denise Richards. Das war das. Und Matt Dillon. Also großartiger Thriller, kann man sich auch angucken. Da zieht die auch blank. Also was ja ganz witzig ist, wenn man diese Anspielung sieht auf Jamie Lee Curtis.
die ja auch, um ohne zu sehen, war in einem ganz anderen Film als im eigentlichen Horrorfilm. Und in dem Sinne ist das auch schon wieder so eine Tatsache, die da gekommen ist. Fällt mir jetzt gerade spontan ein. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat eben halt sie auch eine ganze Menge Filme gemacht und ist auch, dadurch hat sie eigentlich überhaupt diese Chance gekriegt und hat auch Preise gewonnen. Ja, Courtney Cox ist jetzt auch im aktuellen Scream 6 noch dabei, hat natürlich auch in ganz vielen Serien mitgespielt, von Shameless, Modern Family, Friends Reunion in der Sache, Zoom Academy für Superhelden, Spiele ohne Regeln, Crime is King, Ace Ventura hat sie auch mitgespielt. Ja, David Arquette, einer der, die Familie ist ja recht groß, hat auch eine ganze Menge gemacht. Ich gucke extra so ein bisschen, damit wir nochmal sehen, was noch aktuell ist. Auch er war zuletzt im Scream 5 zu sehen. Ob sie drauf gehen, weiß ich gar nicht. Ich habe den Film nicht gesehen. Nee. Ob er drauf geht, das meine ich, das weiß ich nicht. Ich sage ja, ich habe Scream 5 nicht gesehen. Da kann ich euch ja nicht spoilern. Ja, große Muppets, Weihnachtsspektakel, Arak Attack mit den Spinnen. Eine großartige Sache. Da hat seine Schwester wurde gespielt. Von Scarlett Johansson. Also auch großartiger Film. Kann ich euch auch noch ans Herz legen. Also es gibt so viele geile Filme, die gemacht haben. Man kann es jetzt gar nicht alles sagen. Matthew Lillard, wie gesagt, ist jetzt viel als Shaggy unterwegs, aber man kennt ihn auch bei Durch 13 Geister, Looney Tunes Back in Action. Ich habe ihn noch gesehen in in Hackers war damals ganz berühmt. Jetzt gucke ich gerade, welchen Film ich meine. Also irgendwelchen Filme. Ach ja, Wing Commander. Wing Commander hat er auch gespielt. Das war ja auch eine Verfilmung eines Computerspiels. Also er ist einfach auch ein großartiger Schauspieler, der weiß, wie er schön verrückt spielen kann. Und Skeet Ulrich, der den Billy Loomis spielt, habe ich auf jeden Fall noch gesehen gehabt bei jetzt gucke ich gerade, der Chill Factor. Auch ein ganz interessanter Thriller. Da spielt er die Hauptrolle. Mit und davor war, bevor Scream war, auch einer der Hauptfiguren in The Hexenclub, auch ein Film, der ja jugendlicher Hexenfilm, der recht gut ankam. Ansonsten hat er noch Serien gespielt wie Jericho, CRS New York war dabei und ja, in Scream taucht er natürlich auf eine Art irgendwie auf. Ja, das können wir sagen. Was haben wir denn noch weiter? Schauspielerisch ist das so gut besetzt, man weiß das ja manchmal gar nicht, wer so alles dabei war manchmal. Und Randy, der Nerd, ja Mensch, ich erzähle mal diese ganzen Sachen und zeige so wenig. Also hier im Presseheft, hier kann man sehen, da ist Texte drin und hier sehen wir Drew Barrymore. Und ja, hier sehen wir die Gruppe unten, ne? Die ganzen Jugendlichen. Da sind wir Billy und Sydney zusammen. Also Sydney und Billy. Dann kommt Stu und Tatum. Und hier haben wir Randy. Kann man auch wirklich sehen. Und Randy, der wird gespielt von Jamie Kennedy. Jamie Kennedy hat auch, ist vielleicht nicht so immer aufgefallen, aber hat zum Beispiel in Streamers in der Serie, in den Filmen mitgespielt. Streamers 6, Streamers 5. Auch in CSI Vegas war als Gast dabei. Ed Astra hat er mitgespielt, zuletzt mit Ghost Whisperer hat er eine lange Zeit viele große Rolle, Criminal Minds hat er mitgespielt, Die Maske 2 war einer der Hauptrollen, Jay und Silent Bob schlagen zurück, also der ist sehr, sehr viel vorgekommen. Das kann man ganz ehrlich sagen. Und auch eine gute Besetzung zum Beispiel, weiter geht's, ich zitiere jetzt die ganzen Besetzungen, das ist Wahnsinn, aber wenn man sich das mal so in den Kopf gehen lässt und ich habe noch nicht über die Fakten gesprochen, aber wenn man jetzt sieht, Liv Schreiber spielte mit. Liv Schreiber spielte den scheinbaren Mörder der Mutter von Sydney, kommt nur im Hintergrund vor. Im zweiten Teil, im dritten Teil hat er eine etwas, im dritten Teil nur eine kurze Rolle, aber im zweiten Teil eine größere Rolle. Ist ja bekannt eben halt durch den Anschlag. X-Men Origins Wolverine, da spielt eine großartige Rolle. Durch Sphäre, hat richtig viel Filme gedreht. Ray Donovan, die Serie, wo er auch sogar aktuell sehe ich gerade ein Movie dazu gemacht hat. Also die fünfte Welle spielt er mit. In Creed hat er eine kleine Rolle, sehe ich. Repo Man,
Sprache in Spider-Man, in New Universe oder Spider-Man, Into the Spider-Verse hieß der bei uns, war die Stimme von Kingpin, also richtig top besetzt, ne? Kann man ja nicht anders sagen, ein großartiger Schauspieler eben. Ja, so, weiter geht's, was habe ich denn noch an Schauspielern? Auch interessant, ein Fakt, den ich damit erwähne, im Original, wo gemerkt, die Stimme am Telefon, die sozusagen der Killer hat, hat auch in allen Filmen bis heute, ist von Roger Jackson gesprochen worden. Roger Jackson ist eigentlich ein Synchronsprecher, der in Filmen eben halt Scream hauptsächlich, aber auch wie Titana E oder Powerpuff Girls in der Serie gesprochen hat, aber auch vielen Computerspielen von Mass Effect über Monkey Island, Alice Madness Returns und Dishonored, Fallout. Also ist auch interessant, was für Personen dabei sind. Ja, und ich bin schon so abgeschwiffen, dass ich jetzt wieder zurückkomme eigentlich zu Kevin Williamson, dem Autor des Ganzen. Kevin Williamson schuf unter anderem, also das macht ihn auch, diese Serie Dawson's Creek mit James Van Der Beek und Joshua Jackson, der übrigens auch im zweiten Scream-Teil einen kurzen Auftritt hat, eben halt eine ganz erfolgreiche Serie, kann man sagen. Also da war er sich auch ausgetobt dann so, die auch immer ein Filmliebhaber sich handelte. Er schrieb aber auch noch andere Drehbücher, die auch sehr erfolgreich wurden und so weiter. Wie zum Beispiel, gleich sein zweites Buch kam auch, schlug ein wie eine Bombe. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Auch ein Klassiker mittlerweile des Horror-Thrillers, sage ich mal so. Dann hat er The Faculty geschrieben. Tötet Mrs. Tingle, wo er auch selbst Regie geführt hat. Verflucht, Cursed, hat auch wieder Wes Craven Regie geführt. Er hat Vampire Diaries sehr viel geschrieben. Scream 4, die Serie The Following. Und die hat auch geschaffen mit, ich gucke jetzt gerade, Vampire Diaries gehört auch zu den Schöpfern mit. Und eben mal Dawson's Creek und ja, Wahnsinn, ne, was der so alles gemacht hat, dann das Ganze. Ich kann so viel erzählen und ich finde immer, das ist so wahnsinnig interessant. Für mich ist das interessant und ich hoffe für euch auch, weil es ist ja schon sehr lange, was ich hier dann labere im Endeffekt. Gehen wir aber weiter, damit wir bei den Fakten bleiben. So, die Musik war von Marco Beltrami. Marco Beltrami, ist dadurch einer meiner Favorite Composer geworden, der mit Scream wirklich erst aufgefallen ist, aber das hat ihn gleich in die oberste Riege katapultiert. Er hat ein wunderbares Thema geschrieben, was mit Chor, was ihr hört, auch gerade wenn ihr zum ersten Mal die Stadt seht, wenn die sozusagen, oder wenn die Schule, also wenn die Stadt und Schule, wenn sie sozusagen in die Schule gehen, richtig tolles Thema, aber weiter gemacht, Mimic hat er geschrieben, Halloween hat 20, dann Joyride, auch großartiger Soundtrack, den ersten Resident Evil Realfilm, Terminator 3, Hellboy, Fantastic Four, Hitman Agent 47, Stirb langsam, 4, 5, 6, glaube ich, hat er alle gemacht. 4 und 5, 6 gab es ja nicht, ist ja leider nicht gekommen. Auch The Wolverine, die Fortsetzung von Wolverine Origins, hat er Musik gemacht. Also richtig großartiger Musikkomponist, sehr vielseitig. Hat gelernt vom großartigen Jerry Goldsmith, der ihn mit ausgebildet hat. Also großartig. Auch zu erwähnen sollte der Cutter. Der Cutter, Patrick Lussier, hat nicht nur die meisten Wes Craven Filme hat später Wes Craven Filme geschnitten, nicht alle. Hat viel MacGyver, damit war seine ersten Spuren, die klassische Serie mit Richard Dean Anderson gemacht. Dann hat er noch weiter geschnitten von Vampire in Brooklands, Mimic, Halloween hat 20, Scream 3, Red Eye, Apollo 18, gut, Apollo 18 kenne ich jetzt nicht, aber das waren so die ganzen Filme, auch bekannte, die er geschnitten hat, aber er ist auch Regisseur geworden. Und als Regisseur hat er nicht nur die drei Filme gibt es wohl, die Dracula, also Wes Craven präsentiert Dracula, so moderne Dracula-Epos, drei Episoden oder drei Filme gemacht, sondern hat auch den Horrorfilm My Bloody Valentine 3D und Drive Angry. Drive Angry ist ein großartiger Film mit Nicolas Cage, kann ich euch auch nur ins Herz legen. Ja, also das wollen wir mal so sagen, das sind so diese Fakten des Ganzen. Und ich denke, jetzt können wir mal eher über die ganzen Filme selbst reden. Also der Film selbst ist ja ein Horrorfilm. Und Horrorfilm, da sage ich ganz ehrlich, ist er nun geschnitten, ist er nicht geschnitten,
Und da, das ist vielleicht erstmal der Punkt, den ihr euch jetzt fragt. Ist das jetzt hier, das ist diese Version, die aktuell. Ich habe hier ein Wendecover und ihr könnt hier sehen, hier drin ist das Wendecover. Das ist jetzt die letzte Neuveröffentlichung. 16. Der Film ist inzwischen ab 16 uncut freigegeben. Ihr müsst aber genau gucken, das gebe ich euch also auch als Tipp, es gibt auch eine gekürzte 18er Fassung, da war noch nicht neu geratet worden. Das ist die ungeschnittene Kinofassung, ja, die ist ungeschnitten. Und ja, es gibt noch eine etwas längere Fassung, auch im Deutschen. Auf jeden Fall, die ist die zweite ungeschnittene richtige Fassung, also Kinofassung nach der VCL. Also es gibt eine auf Video, auf DVD, die erste Auflage von VCL. Das hat so einen silbernen Einband. Ich habe die auch irgendwo noch im Keller, ich konnte sie nicht so schnell finden, weil ich habe meine DVDs teilweise weggelegt sozusagen, weil ich habe ja abgegradet, aber ich habe lange gewartet, bis sie eben uncut war. Also der Film, wie gesagt, ist jetzt uncut auch, also guckt nach, aber es hat das gleiche Cover, die 18er Fassung. Also wenn hier steht 18, steht hier auch Cut. Es steht hier auch eine Cut. Aber ihr müsst wirklich auf, oder steht glaube ich nicht drauf, also ihr müsst auf Uncut-Fassung reden. Also hier steht Uncut. Aber ungeschnitten ist nur der Director's Cut. Der ist 6 Sekunden länger. Ein paar kleine Umschnitte, die aber nicht ausschlaggebend sind. Größte Änderung übrigens hier zu der Hauptveröffentlichung ist der Titel, die Titeleinblendung. Die war noch Schrei, also Scream und daneben Schrei in Deutsch. Das ist nicht drin. Das ist wirklich die größte Änderung, die eigentlich noch ist. Das fehlt völlig gegenüber der Erstveröffentlichung. Uncut ist bisher, gibt es eine Version, das ist der Director's Cut. Der ist 6 Sekunden, nicht Minuten, nur Sekunden länger. Ob sich lohnt, sei dahingestellt, ist auch in Deutsch erschienen, auch wenn da nicht Director's Cut draufsteht. Das ist diese Fassung, die sieht so aus. Da steht hier auch 6 Sekunden längere Fassung, hat keine Jugendfreigabe gehabt damals. Habe ich mir auf einer Börse gekauft, ist auch offiziell rausgekommen, ist kein Bootleg. Sind eine ganze Menge interessanter Specials drauf, unter anderem auch Produktionsskizzen, wie das diese Maske oder wie diese das Maske vorher der aussehen sollen. Man wollte schon eine billige Horrormaske haben, konnte sich da nicht so drauf einigen, aber das erzähle ich gleich nochmal. Fangen wir erstmal an, über das zu reden. Wir waren ja auf Cut und Uncut. Also wie gesagt, diese Fassung gibt es nur auf DVD, das ist die Uncut-Fassung. Wird auch nicht, ist etwas teurer, wird aber ist aber nicht unerschwinglich. Ist leider keine Blu-ray-Version davon existierend. Die 6 Sekunden, lohnt sich das? Also, die 6 Sekunden sind hauptsächlich bei den brutalen Szenen. Und lohnt sich das wirklich? Also, nein, nicht unbedingt. Also, es sind halt viele Klischees dabei, dann zu sagen. Am Anfang, wenn der Freund von Casey ermordet wird, dann sieht man die Gedärme rausklatschen wirklich. Das ist 1 Sekunde in dem Sinne und man sieht die Aufnahme ein bisschen weiter weg, während sie in der Kinofassung etwas dichter ran ist. Dann, gut, ist die beiden Killer stechen ein bisschen häufiger auf sich ein. Das ist hier zu sehen, dass 1-2 Stiche mehr als in der Kinofassung. Auch so eine Blutlache, eine Nahaufnahme war vorher da, die ist nicht jetzt drin gewesen. Dann die Garagentor-Szene ist etwas ja, länger zu sehen. Und die klischeehafteste Szene, die eigentlich im Original ist, hat Wes Craven sogar in einem Interview überhaupt gesagt, die nicht in Zeitlupe ist. Also es gibt ja am Anfang eine Szene auf die, auf die tote Casey, wie sie an der Schaukel aufgehängt ist. Die geht relativ schnell in der Kinofassung. Obwohl in der Fassung habe ich das Gefühl, ist sie auch etwas verlangsamt. Also sie war in der Kinofassung in der Original noch ein bisschen schneller. Denn viele meinten, die habe ich doch langsamer gesehen. Die war nicht. Und hier hat er sie noch mit Absicht etwas langsamer gemacht. Also man merkt auch schon, dass es eine Zeitlupe ist und man sieht dadurch auch die Puppe immer hängen. Das sieht man in der Kinofassung nicht wirklich. Also das ist auf jeden Fall die Uncut-Fassung, die wirklich Uncut. Gibt es nur auf DVD, ist also ein echtes Sammlerstück. Kommt in, gibt es lose als ganz normale M-Ray, aber hat ersetzt auch diesen wunderschönen Pappschuber. Ja, es gibt da einige Making-ofs drauf. Gibt es übrigens auch auf der Blu-Ray, das kann ich aber auch mal so sagen. Auf der Blu-Ray gibt es hier so ein
so ein paar hinter den Kulissen Featuretten und so ein bisschen Interviewfragmente. Was sich nicht lohnt und totaler Müll ist eigentlich, ist dieses Scream 25 Jahre später. Da kommen die Macher von Scream, vom zweiten Film, vom Scream 5 sozusagen, die Schauspieler und auch ein paar ältere wie Neve Campbell und Courtney Cox, kurze Wort, sagen zwei, drei Sätze. Das ist nichts sagen, das ist absolut nichts sagen. Es gibt auch keine richtigen Szenen von damals wirklich, dass man ein bisschen sagen kann, ey, wie ist das entstanden? Dann war da was so ein bisschen, das ist so ein richtiges Making-of. Nein, totaler Käse. Also lohnt sich nicht. Da ist wirklich in der anderen Fassung, ups, jetzt bin ich gegen die Kamera gleich gekommen, ein bisschen mehr drauf zu sehen. Das lohnt sich eher. Ist schon wieder gegen die Kamera, tut mir leid. Richtig, nochmal ein bisschen her. So. Wollen wir gerade bleiben. Ja, also wie gesagt, es gibt da einige Sachen. Ich finde am wahnsinnigsten oder am interessantesten eben halt die Produktionsskizzen über das Ghostface, über das die Maske, dass die eigentlich ja gar nicht so geplant war. Man wollte eine billige Horrormaske haben, das war es war, deswegen wird das auch als billiges Kostüm gezeigt. Ja, wie kann man es so sagen? Man hat eben halt Weltraummonster, ganz komische Clownsgesichter ausprobiert. Die sehen wirklich ätzend aus, nicht? Und so weiter. Erst als man man hat wohl noch eine Maske gefunden, als man eine Location gesucht hat für den Film. Man hat ja wirklich an echten Hauslocations gedreht, wie zum Beispiel Stu's Haus, das ist ein echtes Haus, ist nicht rein, nicht nur Kulisse. Kulisse ist meistens drin, aber nicht draußen. Hatte man in der Garage eine alte Halloween-Maske gefunden, die nach dem Kunstwerk Der Schrei von Munch geschaffen wurde. Das hat ja dieses langgezogene Gesicht. Und das hat einen inspiriert, da was draus zu machen. Man hat eben halt auch einige Masken noch danach gezeichnet, die ein bisschen die alten Design vermischt, so ein bisschen dieses Horror-Clown-mäßige zu der hier. Aber übergangsmäßig hat man sich dann immer mehr zu dieser geeinigt, die erst noch ein bisschen ja, organischer aussah, als ob das wirklich aus dem echten Gesicht entstanden ist. Und jetzt hat man ja mehr wirklich so Wangenknochenmäßig und dann nur also eine Totenkopfmaske mehr draus gemacht, so einen langgezogenen Totenkopf. Großartige Sache. Das ist so ikonisch, dass ja, die nicht mehr wegzudenken ist im Horrorgenre. Jeder weiß sofort, um welchen Film es sich handelt. Also hat man genau die richtige Entscheidung getroffen. Ja, das ist schon wahnsinnig interessant, das Ganze zu sehen. Ich möchte wir gehen nochmal gleich über die Trivia so ein bisschen ein und dann ja, war es das eigentlich auch schon. Die Trivia dazu finde ich auch so, also abgesehen, dass ich jetzt hier alle Filme zitieren könnte noch, die angespielt werden in dem Film, das will ich gar nicht, schaut ihn euch an und dann findet ihn selbst oder diskutiert mit mir später in den Kommentaren über gewisse Punkte. Vielleicht haben wir ja, weiß ich nicht, man kann über so viele Dinge quatschen. Spannend ist auf jeden Fall, woher der Name Ghostface kommt. Das haben wir im Deutschen gar nicht gemerkt. Und zwar, als Tatum in die Garage geht, um aus dem Kühlschrank Bier zu holen, taucht er ja auf. Und im Deutschen nennt sie ihn Gruselgesicht. Im Original sagt sie Ghostface zu ihm. Oder ne, in dem Zusammenhang mit diesem Satz. Und das hat sich zum Jargon des Ghostface eben halt entwickelt. Das Ganze. Dann auf jeden Fall ist auf jeden Fall sehr interessant, eben halt jetzt, damit ich es auch richtig ausspreche, das Drehbuch basiert auch, oder basiert nicht, aber es gibt Inspirationen von einer echten Serienkiller-Serie von den Gainesville Ripper, der in Amerika eine ganze Menge Studentinnen ermordet hat. Auch sehr, sehr erschütternd, was der gemacht hat. Also das ist auf jeden Fall eine der Grundlagen, die Kevin Williamson fürs Drehbuch gehabt hat. Wie gesagt, Anspielungen in Dialog und Bild und gibt es sehr, sehr viel. Interessant sind auch eben halt, dass man das... hier zum Beispiel wird auf die Nightmare on Elm Street-Reihe kurz angesprochen, dass... der erste Teil großartig war, der zweite Teil war, kann man vergessen, was daran lag, dass Wes Craven ab dem zweiten Teil nicht mehr beteiligt war. Hat man sich ein bisschen selbst eben halt zitiert. Und interessant ist übrigens auch, dass eine geschnittene Szene zeigt, dass Sidney im Haus in der Elm Street liegt. Also
Nightmare on Elm Street. Elm Street, das ist echt spannend, das Ganze dann eben halt, wie das sich so das entwickelt hat. Ja, eben hatte ich noch irgendeinen Fakt im Kopf, den ich erzählen wollte, aber den habe ich jetzt gerade wieder vergessen. Egal, das ist das Ganze Spannende. Naja, auf jeden Fall, ich habe damals ich habe zwar ein Pressheft, aber ich habe da noch nicht so viel Pressearbeit gemacht. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, das ganze Presseheft hier. Werden schöne Bilder gezeigt. Zwei habe ich euch ja auch schon gezeigt. Das ist eine lange Inhaltsangabe, die fast bis zum Finale geht. Und hier haben wir jetzt, ihr seht, Tatum und Sydney, wo gerade ein Telefon kommt. Hier könnt ihr sehen, Billy und Sydney auf dem großen Bild. Dann haben wir hier Dewey und Gale. Nochmal Sydney. Und unten sehen wir in einer Videothekenszene Stu, Randy und Billy. Ja, und dann haben wir hier auch schon das Gesicht. Und dann, das ist das Schöne an den Dialogen, oder Dialogen sage ich, in diesen Presseheften, da werden jetzt die Schauspieler sozusagen ja nochmal aufgelistet, damit man weiß, was sie gemacht haben. Das ist natürlich Stand 96, also in dem Sinne brauche ich jetzt gar nicht darüber lesen. Ich habe ja mit euch schon gesprochen, Drew Barrymore, das zitiert wurde hier Bad Girls und endet eben halt mit Cinderella, den sie gedreht hat und der hieß bei uns Ever After. Also hat noch einen anderen Titel hier. Das ist auch manchmal spannend zu sehen, dass die andere Titel noch hier haben, weil die vielleicht Arbeitstitel hatten oder sich verändert haben in der Produktionsphase. Und Drew Barrymore kommt dann kommt David Arquette als nächstes, dann kommt erst Neve Campbell und dann geht es weiter mit Carlotta Cox. Da sieht man, welche Reihenfolge sie irgendwo hatten. Hier sehen wir noch ein Bild von Wes Craven. Ansonsten ist nur das Screenbild hauptsächlich zu sehen. Dann kann man nur hinten, haben sie dann zitiert, dass er eben der beste Film ist. Er hat ja den Movie Award gewonnen später und auch die Macher werden hier zitiert, was sie haben. Produktionsnotizen erzählen so ein bisschen Fakten, was eben halt, wie es entstanden ist. Aber hier wird jetzt nicht so viel an Fakten erzählt. Hier wird viel auf die Anspielungen eben halt gegeben, dass sie an den ganzen Filmanspielungen haben. Klar kommen solche Sätze wie seine Hauptdarstellerin Connelly Cox gibt Wes Craven recht. Die ersten 30 Seiten von Kevins Drehbuch waren die aufregendsten, die ich je in meinem Lesen gesehen habe. Die ich je in meinem Leben gelesen habe. Action, Spannung, Nervenkitzel und ich dachte nur, Junge, das Skript ist so verdammt gut. Ja, okay, das sagt man ja immer. Ne? Und dann Skeet Ulrich sagt, ich war überrascht, Scream Schrei ist der erste Slasher-Film, der auf glaubwürdige Charaktere statt auf Blut und Gedärm setzt. Ja, also sonst wird leider hier nicht viel über die ganzen Produktionssachen gesagt. Ein bisschen Lobeshymnen auf die ganzen Macher und eben halt, dass man sehr viele Anspielungen macht. Und auch auf die anderen Filme wird so ein bisschen Bezug genommen, in welcher Form man sich sozusagen bedient hat. Auf jeden Fall ein sehr schönes Presseheft mit sehr vielen Bildern. Ja, macht Spaß. So, und jetzt habe ich hier eine ganze Menge erzählt zu dem Film. Viel zu viel gelabert. Eigentlich ist es ja auch eine Talkshow sozusagen, meine Talksendung, wo ich über Scream, den ich gerade mir angeguckt habe, gelabert habe. Ja, und ich habe eine ganze Menge Fakten, glaube ich, erzählt und es gibt bestimmt noch viel, viel mehr. Das ist so das, was mir jetzt gerade noch eben halt eingefallen ist zu dem Ganzen. Naja, gut. Ich hoffe, ich habe euch jetzt damit unterhalten ein wenig. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich freue mich über Like, ein Abo und allen weiteren. Drückt auf die Glocke, damit ihr weiterhin vielleicht ein Let's Talk zu weiteren Filmen, weiteren Scream-Filmen. Lasst es mich wissen, ob ich über die weiteren Scream-Filme auch quatschen soll. Ansonsten, ich mache über das, wo ich gerade spontan Lust zu habe, euch mal ein bisschen was zu erzählen. Und ja, vielleicht habe ich noch irgendwelche Sachen zu erzählen. Wenn ich was habe, wo ich Pressematerial habe, zeige ich euch natürlich ein bisschen was, wie jetzt eben das Presse. Mehr habe ich nicht viel, außer dass diese Maske damals, also nicht wirklich im Souvenirshop gekauft ist, die wurde den Presseleuten sozusagen als Gimmick mitgegeben. Ja, damit man seine Kollegen in der Redaktion ärgern konnte. Ja, und das soll es jetzt gewesen sein. Ne? Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal.